Es kann weitergehen mit Let's Play Shenmue 3. Ich bin es, euer MC Mafex. Es ist endlich Zeit, voranzuschreiten. Wir werden nun das Geheimnis des Turmes hier rauffinden. Wir haben eine wunderschöne Aussicht hier auf Bai Lu. Und es könnte unsere letzte Aussicht sein. Der Tempel dort hinten. Da unser Banditen dort hinten, der Togei-Laden. Und natürlich dort der Panda-Markt und das Einsiedlernest dort hinten. So, bevor wir jetzt hier nochmal weitermachen... Kann ich das irgendwie ranzoomen? Ha. Mysteriöser Papierfetzer. Mysteriöser Papierschnipsel aus dem Haus der Dorfältesten je. Also, wir sind hier gerade am Turm und die Älteste hier hat uns hier gesagt, dass hier das Geheimnis liegt, der Spiegel. Jetzt schauen wir nur dieses Objekt an. Yin und Yang. Und wir haben beim letzten Mal so Platten gesammelt. Der Phönix. Mit Gewalt. Wartet. Wait a second. Nee. Also man muss, glaube ich, nicht die Symbole... Also okay, ich weiß nicht. Entweder man... Also ich glaube nicht, dass man einfach die Symbole einfach richtig reintun muss. The token might just fit in here. So. Ha, schön. Das ist jetzt nicht die Erklärung, die ich unbedingt haben will. Wartet mal. Yin und Yang, so Gegenteile. Ihr wisst, wie ich meine. Das ist die Sonne. Da tun wir den Mond rein. Die Steam Buns. Oh, da kommt der Wein natürlich rein. Das ist eh klar. Buns and Wines, Baby. Können wir ja inzwischen. Was ist das? Das erkenne ich jetzt nicht. Das erkenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, weil er es auch so reinpresst. Kann sehen, das stimmt. Genau. Der Drache kommt da rein. Der Phönix und der Drache. Und hier. Schauen wir mal, ob meine Theorie stimmt. Yin Yang. Gegenteile, die zueinander können. Now this is something else. Doesn't look like anyone's been here for a while. A hexagonal prism? This is a wheel repository. What's it for? You can find these in old temples. The monks keep sutras inside of them. Turning it once gets you through one sutra. Why is it here of all places? Then, let's take a look. It won't budge. This painting is of a crane and turtle. The dragon and phoenix. Is this a fist and palms? This one's the sun and moon. I wonder what it means. Thank you.
Liquor and steamed buns? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Also im Endeffekt hat das hier gestimmt, was ich mir so ausgedacht habe, nämlich, dass ich die Gegensätze zueinander ziehen muss. Aber habe ich das jetzt richtig gemacht mit allem? Weil ich kann ja mit gar nichts interagieren. Ich kann mir nur die Symbole anschauen. Aber ich kann auch nicht mehr runter. Aber ich denke, ich würde es schon richtig gemacht haben. Sutra-Speicher da sind. Ja, aber was? Ich kann mir die Symbole anschauen, das ist schön. The Dragon and Phoenix. Is this? This is. Shenhua, isn't this? Just like the Sword of the Seven Stars. Do you think? What's this? We should head to Elder Ye's house. Yeah. Shenhua, dear, what do you see on this scroll? Well, there's a dragon and a phoenix. I'm certain of it. There's also some treasure. So, if the dragon is the emperor and the phoenix the empress, the treasure is the hidden treasure in their palace. We saw all of these patterns in the quarry. This pattern here is identical to the Phoenix Mirror. The Chuyo-mun is desperate to find this mirror. For together, the Phoenix and Dragon mirrors are the key to hidden treasure. This is huge. Anything else? The cormorant fissure and the hole in the rock. Well now, let me think. The port town of Niaowu along the Lijiang River has a cave rock you can pass through. Really? Yes, it's quite large. As for the cormorant fishermen... Yes, that is a picture of Niaowu. I'm almost certain.
The last picture extends out into a mountain cliff. A mountain cliff. It seems that the treasure at the heart of this calamity is hidden in those mountains. This is a lot to take in. What could these pictures possibly mean? My dear, I believe you hold a map to the treasure. That back! I will not, for you are weak, but I am strong! The treasure scroll is mine now! What are you talking about? Why don't you come down here and fight me? The weak won't fight. I am strong! Then fight, instead of fleeing like a coward. Okay, I'll fight! Are you with the Chiyo men? I know nothing. Say what? Where have you taken the stonemasons? They took them on a boat. Yen too? I don't know names. Two stonemasons. Long-haired man and an old man. Father, ensure. Where? Niawu! Get back here! They're headed to Niawu. The same place on the scroll. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him, the strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind. In the midst of the pitch-black night, a morning star shall glisten, alone.
Shenhua, dear, the time has come. Go with the one who holds the phoenix. Over there, that's the famous bay. He can control any cormorant he puts his hands on. Your room number is 201. What? The hotel is on the harbor. There's a sign for Hotel Niaowu. You can't miss it. I'll have your bags sent up. In the meantime, why don't you check out the vendors in town? That's very helpful. Have a great trip. Wow, ein neuer Ort, ein neues Abenteuer wartet auf uns. Und wow, das sieht jetzt hier schon mal sehr schön aus. Was komplett anders als unser kleines Bailu. So, bevor wir jetzt weitermachen, ein kleiner Cut und beim nächsten Mal werden wir dann diese neue Region erkunden. Bis zum nächsten Mal dann, auf Wiedersehen, ciao.